Willkommen. So, jetzt geht es um automatisiertes Testen von Web-Applikationen und also allgemein und insbesondere mit dem Open-Source-Tool Webtest. Also von der Name Webtest, also die richtige Name ist Kanu Webtest, aber das ist Open-Source, also genau wie es gibt Tool, Google Web-Toolkit, wo die Name da drin ist. Am Anfang natürlich Schwierigkeiten in diesem Kanu-Teil in der Name. Seitdem ich die Leute von Kanu kenne, kann ich auch Kanu Webtest sagen, aber ich sage mal meistens Webtest. Ja, gestern habe ich probiert, sollen wir für ein bisschen Abwechslung den Vortrag auf Französisch machen? Nein? Okay, immer noch nicht. Schade. So, ja, wie ich das nicht verstecken kann, bin ich Franzose. Ich arbeite aber in Deutschland, ich wohne in der Nähe von Bonn. Und ich bin selbstständig und gestern habe ich vergessen, meine Werbung zu machen. Das heißt, ich bin sowohl an Projekten interessiert und manchmal ist das auch so, dass ich Sachen, also zu viel zu machen habe, für was ich mache. Sprich, ich bin auch an Zusammenarbeit interessiert. Und ja, also ich bin zurzeit der Hauptentwickler von den Open-Source-Projekten Webtest und HTML Unit. Und bei Groovy, also ich weiß nicht, wenn ein paar Leute gestern für den Groovy-Vortrag dabei waren, also ich bin auch Committer von Groovy, aber da, also meine Rolle, da ist viel, viel kleiner. So, die Auflösung ist immer noch nicht die, die ich haben wollte. Also was ist Webtest? Webtest ist ein Open-Source-Tool für automatische Testen von Web-Anwendungen und wir werden ein Beispiel gleich sehen. Das ist Open-Source seit Anfang. Das ist in 2001 gegründet worden und also die Lizenz, das ist eine Apache 1 Lizenz, glaube ich, oder und das ist gegründet worden, nachdem die, also die Leute, die das gegründet hatten, die hatten mehrere Versuche gemacht mit kommerziellen Tools und die waren alle gescheitert, sprich die Tests, die sie gemacht hatten, waren nicht wartbar, nicht pflegbar und so weiter und dann hatten sie angefangen, sich zu überlegen, was sie damit machen konnten. Und also der Hauptgründer dazu, das ist Dirk König, die Leute, die gestern bei mir waren, haben diesen Namen schon gehört, das ist der Hauptautor von dem Buch Groovy in Action. Und zurzeit sind wir vier Committers, also zwei in der Schweiz. Ja. Der damit programmiert? Nein, Committer, Entschuldigung. Dann, bei Open Source Projekten, das ist Committer jemand, der die Schreibrechte hat im Projekt. Und bei Open Source Projekten ist das meistens so, dass man anwendet das erstmal und ja, irgendwann passiert, dass das Programm an einer Stelle nicht macht, was man gern hätte. Dann macht man eine Kontribution dazu und wenn man mehreren macht und sie sind gut, dann, wenn man möchte, wird man vom Projekt akzeptiert als Committer. Das ist in dem Fall von Webtest, was bei mir passiert ist. Ich habe das erst angewendet und ja, Patch angeboten und so bin ich Committer geworden. Ja, also vier Committers, zwei in der Schweiz, ich in Deutschland und ein in Australien. Wie viele Benutzer? Das ist bei Open-Source-Projekten eben schwierig. Ich kann nur sagen, es gibt ungefähr 550 Leute, die die Mailinglist abonniert haben. Wie viele Benutzer ist? Große Fragezeichen. Das wird benutzt in, also in Banken, in Versicherungen, in also Einrichtungen, in, bei also Entwicklungshaus, bei, also man sieht ab und zu, wenn man die Mailinglist guckt, zum Beispiel der eine, das ist von einer Fluggesellschaft, der eine, das ist von Sun, habe ich schon mal gesehen, Yahoo habe ich auch mal gesehen und also man weiß eigentlich ziemlich wenig davon, solange die Leute nichts sagen. Und das ist adaptiert von, also eigentlich ganze Menge von Projekten, bei ganz klein, von ganz kleinen bis wirklich ganz großen. So, aber jetzt muss ich was zeigen, wie das aussieht. Hier ist eine Seite, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt, die Seite von Google. Und darauf möchte ich einen Test schreiben, der testet, dass wenn ich Webtest eingebe und auf dem Knopf I'm feeling lucky klicke, dass das erste Ergebnis in der Ergebnisliste die Website von Webtest ist. Und sowas könnte so aussehen mit Webtest. Aber bevor ich weitermache, ich habe vergessen zu fragen, wer kennt schon Webtest? Okay. Wer macht Automatisierung von Web-Applikationen? Auch nicht viel. Okay, danke. Also das ist ein Beispiel von einem ganz einfachen Webtester.
Hier, die End kennen, werden erkennen, das ist ein End-Skript. Also das ist typisch von End-Skript. Und in der Mitte ist das also wirkliche Skript-Test. Das wird spezifiziert, also mit Namen. Das ist nur informativ. Und was passiert, also auch wenn Sie, also keiner kennt jetzt Webtest, Sie verstehen schon, was passiert. Die URL wird aufgerufen, also der Titel von der Seite wird geprüft, ein Eingabefeld wird gesetzt und der Knopf I'm feeling lucky wird geklickt. Und danach prüft man, ob das richtig war. So, wenn man sowas ausführt, wie zum Beispiel damit, bekommt man eine Ergebnisseite. Oh, schlecht. Gestern hatte ich eine Zuauflösung und das funktionierte nicht. Ich habe die runtergetan und das ist immer noch nicht richtig. So, schön. Informatik eben. Also da sieht man in den Ergebnissen, es gibt viele Informationen. Oben, also ein bisschen geschnitten, sind Übersichtsinformationen über die Tests, die gelaufen sind, Übersicht über die Requests, die gemacht worden sind. Also das ist eigentlich informativ, wenn man seine Applikation testet. Man möchte schon, dass sie eine gewisse Antwortzeit hat. Und wenn man sieht, dass dann wir alle Antwortzeiten liegen in dem Bereich 5 Sekunden oder mehr, dann ist was nicht richtig ist da drin. Und darunter hat man, hier natürlich nur einen Test, der wird hier in der Übersicht und danach sind die Details davon. Und also ist ein bisschen klein, darum, das wird gezoomt hier. Die Ergebnisse für den Test hier, also das ist, was wir eben im Quellcode eben gesehen hatten. Die Seite ist aufgerufen worden, Titel ist geprüft worden und so weiter. Und jedes Mal, wo eine Seite gekommen ist, hat man hier als Link, also die Seite, die der Webtest bekommen hat, ist gespeichert worden auf der Festplatte. Und das heißt, wenn man die Results danach betrachtet, kann man diese Seite ansehen. Und wie kommt man auf so eine Skript? Kann ich ein bisschen jetzt zeigen, wie man ein bisschen das sowas macht. So, es gibt ein Add-on für Firefox, der das einfacher macht. Also man kann direkt schreiben, aber um zu starten ist ganz praktisch sowas. Also wenn ich das starte hier, sieht man an der Seite, die wird ein Invoice schon generiert. Wenn ich einen Text selektiere und Rechtsmausklick drauf mache, kann ich ein Verification da einfügen. Ich kann Formular füllen. So, dieser Recorder ist eine schöne Hilfe zum Starten, aber der ist, man muss allgemein Recorder ganz, ganz vorsichtig betrachten. Also hier, das ist etwas, was man kopieren kann. Ich warte ein bisschen. Also das ist etwas, was man kopieren kann, um danach in seinem Quellcode zu machen und dann bearbeiten. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Man darf sich darauf verlassen, was ein Recorder macht. Weil der Recorder kann nicht wissen, ob Sie auf etwas geklickt haben, weil es ein besonderes Label hatte, weil es der Text ist, der neben irgendwas anderes war und so weiter. Also das muss man richtig drauf aufpassen. Und das ist also eigentlich etwas, was zu oft hört man Leute, die machen überhaupt nicht darauf aufmerksam. Also allgemein in der Testautomatisierung von Web-Applikationen gibt es ganz viele Leute, die darüber erzählen. Und in der Praxis, also was ich sehen konnte, ist, dass viele Leute erzählen darüber, aber sie haben selber ziemlich wenig Erfahrung. Sie können am Ende von dieser Präsentation selber schätzen, was es mit mir ist. Und deswegen eine Frage, die man eigentlich jedes Mal jemandem stellen sollte, wenn er über Testautomatisierung von Web-Applikationen redet, ist, wie viele Tests hat er wirklich selber geschrieben? Wie viele Antworten, die diese Tests vom Server bekommen haben?
Und da ich die Frage stelle, antworte ich auch für mich. Also wir haben Testsuite, die jede Nacht also mehrere 10.000 Antworten vom Server bekommen. Also das ist gar nicht unüblich für Tests, die mit Webtest geschrieben werden. So, und solche Tests, also etwas, was erstmal mit dem Recorder aufgenommen wurde, dann kopiert man es in seinem Skript, in seinen Dateien und kann man bearbeiten. So, weiter zur Präsentation. So, wir haben ein paar Steps gesehen. Also das nennen wir in Webtest, nennen wir Steps. Für diejenigen, die sich mit End auskennen, das sind ganz normale End-Tasks. Es gibt davon für Webtests über 100 Stück und die meisten Sachen, die man braucht, um eine Applikation zu testen, dann kann man so ausdrücken. Also es gibt Invoke, haben wir gesehen, Click-Link, ich weiß nicht, ob wir eben das gesehen haben oder nicht, für Formular, Set-Input-Field, Set-Radio-Button, Set-Checkbox und so weiter. Was ganz wichtig ist auch, ist Verifikation. Wenn man eine Applikation testet, man sollte die Tests so schreiben, dass sie fehlschlagen so früh wie möglich, wenn etwas schief ist, sodass man nicht erst später merkt, oh, das läuft nicht wie normal, aber der Fehler war eigentlich schon viel früher zu sehen. Dann verliert man Zeit, um den Fehler zu finden. Deswegen macht das wirklich Sinn, die Prüfung einzufügen, sodass die schnell fehlschlagen. Bei Web-Applikationen, das ist auch ganz üblich, dass PDF-Dateien erzeugt werden, zum Beispiel für die Rechnung am Ende von einem Einkauf, für einen Vertrag am Ende vom Prozess oder solche Sachen. Und die sollen auch geprüft werden. Dafür gibt es eine Serie von Steps in Webtest für PDF-Dokumente. Es gibt Steps für Excel-Dokumente auch. Große Serie, es gibt auch welche für E-Mails. Also typisches Verfahren, wenn man sich irgendwo anmeldet, dann wird ein E-Mail geschickt, dann muss man die E-Mail abrufen, um dann weiter das Anmeldungsverfahren zu machen zu können. Und ja, es gibt dafür eine Liste bei der Website von Webtest. Ja? Wie sieht es mit JavaScript aus? Ich komme ein bisschen später dazu. So, um eine Übersicht zu haben. Ich weiß nicht, warum ich meinen Mauszeiger da jetzt habe. Also was ist Webtest? Also Webtest basiert auf End, sprich, um das laufen lassen zu können, Sie müssen Java installiert haben, also 1.4 oder höher. Und das benutzt als Browser, also sozusagen HTML Unit, was selber Rhino für die JavaScript-Interpretation verwendet, Jackson für XPath, Neko HTML für das Parsen von den HTML-Seiten, Jakarta Commons HTTP-Client für den HTTP-Verkehr und also eine Menge von anderen Libraries. Und das ist ganz interessant, wenn man anfängt, zu skripten zu wollen oder Sachen erweitern zu wollen, weil man hat den Zugriff auf sozusagen fast alle Schichten da, wenn man etwas machen möchte, was nicht vorgesehen war. Und das ist nicht eine Frage ob, das ist nur die Frage wenn. Das passiert immer, dass egal was für ein Tool Sie benutzen, dass Sie werden zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas machen wollen, was das Tool nicht vorgesehen hat. Das ist nicht, weil die Tools alle schlecht sind, das ist nur, weil sie spezielle Bedürfnisse haben. Und dann ist das wichtig zu sehen, wie Sie das trotzdem mit dem Tool machen können. Also allgemein beim Testautomatisierung redet man meistens von unterscheidet in vier Arten von Testen. Das Capture Replay, es gibt einen Satz, das ist von dem Hauptautor, glaube ich, von Windrunner. Kann sein, dass ich mich vertue, aber von Windrunner, also sprich, das ist ein kommerzieller oder das war ein von den ersten kommerziellen Tools mit Capture Replay, dass Capture Replay das letzteffektivste ist, weil wenn man Capture Replay macht, das funktioniert, wenn die Applikation sich fast nicht ändert, aber sonst wird man ständig wieder aufnehmen müssen,
weil die Skripts funktionieren nicht mehr, weil irgendwas sich geändert hat im Design, im keine Ahnung was. Und diese Skripts sind ziemlich schlecht pflegbar. Und am Ende, man muss ständig wieder aufnehmen und dadurch, man prüfte keine Regression. Wenn die Applikation einen neuen Stand hat, wo ich meine Tests nicht drauf laufen lassen kann, ich muss die Tests neu erstellen, dann prüfe ich nicht, dass ob was vorher getestet wurde, nochmal getestet wird. Und also trotzdem, das Aufnehmen ist ganz praktisch, um zu starten. Aber man muss eben wissen, dass man ja, vorsichtig damit umgehen muss. Andere Strategie ist mit einem Modell. Das heißt, man macht sich ein Modell von der Applikation. Was soll die Applikation machen? Oder auch Modell von Fehler auch. Was wäre ein Fehler? Wie kann ich das reproduzieren? Und dieses Modell, der muss, also wie man das umsetzt, das muss tolerant sein gegen Fehler, die nicht im Modell sind oder Änderungen, die nicht vom Modell spezifiziert werden. Typischerweise eine HTML-Seite, ich habe mein Formular oder keine Ahnung was. Und das Design von der Seite ändert sich, weil die Leute vom Marketing haben entschieden, dass es viel schöner ist, wenn ein neuer Banner oben ist oder ich weiß nicht was, neue Schnittschnacke. Ja, dann sollen meine Tests nicht fehlschlagen, wenn sie sich um den Formular kümmern. Formular ist immer noch da, meine Tests müssen weiterlaufen. So, anderer Ansatz, das ist Data-driven. Das wird oft benutzt, wenn man ein Verfahren hat, der nicht so viel Input-Parameter benötigt. Und man testet eben, man hat einen großen Satz von Daten und man möchte das gleiche Verfahren immer mit einem neuen Satz von Daten laufen lassen. Oder der letzte Ansatz, das ist gescriptet, das heißt also wirklich programmiert. Das ist was das Flexibste ist, aber das ist auch, wo man die höchste Verantwortlichkeit hat, sprich man muss aufpassen, dass statt Fehler in der Applikation zu finden, dass man nicht Fehler in dem Skript einbaut selber. Also Webtest selber ist hauptsächlich in diesem Bereich. Der kann auch ein bisschen für diesen Bereich verwendet werden und ein bisschen für, also ganz bisschen da, also punktuell, wenn die Fähigkeiten von Webtest nicht ausreichend sind, kann man das verwenden. So, die Software-Testing wird oft eigentlich ziemlich schlecht betrachtet. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das schon erlebt, dass in einem Team, wenn neue Person kommt, ja, erstmal, sodass sie nichts kaputt macht, in dem produktiven Code, die darf die Tests schreiben. Oder jemand, der zu schlechte Code schreibt, okay, man kann ihn nicht wegtun vom Team, dann der darf die Tests schreiben. Das zeigt ein bisschen, wie viel Respekt man für die Tests hat. Oder wenn es eine Qualitätsabteilung gibt und wenn sie es nicht schaffen, die Tests zu produzieren, ja, das ist egal, wir gehen trotzdem in Produktion. In der Industrie ist das ein bisschen anders. In der Industrie, das ist oft so, dass da sind die Leute, die am besten qualifiziert sind, die sich um Testing kümmern. Also hier ist ein Beispiel von einem Testtool. Also ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Das ist ein Sitz. Sieht ziemlich altmodisch aus, also muss ein paar Jahre alt sein. Und ja, das Gerät, schätze ich, testet, wie viel Mal man sich auf diesem Sitz setzen kann, also wie der das akzeptiert. Eigentlich ist das kein funktionales Tool eher, das ist eher ein Load-Tool. Also, so. Fragen bis jetzt? Ne? Mache ich weiter. Dadurch, dass ich mache diese Präsentation natürlich bei der JATS, also mit Dirk König zusammen gemacht und ich glaube, ich werde schneller sein, weil ich erzähle nicht so viel wie er. Aber mal gucken, vielleicht habe ich Zeit am Ende, um mehrere Beispiele zu zeigen. So, durch diese Erfahrung in also Testautomatisierung, also in große, so mit der großen Testsuite, die ein bisschen, was wir davon gelernt haben, also das Recorder sollen wir wirklich vorsichtig benutzen, nur zum Starten. Das ganz wichtig zu spezifizieren, was man von der Applikation erwartet. Ein bisschen wie ein Use Case als Test, wird danach als Test umgesetzt. Man kann da ja dann auch die Tests verwenden in Test-Driven Development, sprich man schreibt erst die Test, also die funktionale Test, und dann schreibt man die Applikation. Das,
Also geht auch und ist eigentlich manchmal viel einfacher für die Entwickler zu verstehen, was erwartet wird von der Applikation. Anderer wichtiger Punkt hatten wir ein bisschen gesehen. Man muss seine Tests schreiben, sodass sie nur testen, was wichtig ist, und dann fehlschlagen nur, wenn was wichtig ist für die Tests sich geändert hat, nicht wenn etwas, was irrelevant ist, sich ändert in der Seite. Der andere Punkt ist, dass das Software, also Testing von Web-Applikationen, das ist eine Software-Engineering-Aktivität. Und das heißt, dass die Regel, die man sonst auch für Norm, also in Anführungszeichen normale Entwicklung verwendet, die sind auch da gültig. Man muss probieren, seine Duplikation zu entfernen, um das wieder zu verwenden. Keine Ahnung, ich habe eine Applikation, ich teste den, wenn ich in allen Skripten mein Login dupliziert habe, und danach ändert sich das Login-Verfahren mit neuen Sicherheitsmaßnahmen, und wenn ich das überall ändern muss, dann habe ich schon ein bisschen Zeit verloren. Wenn ich das aber externalisiert habe und von allen Stellen wieder verwende, dann muss ich nur eine Stelle anpassen. Ganz wichtig auch, dass die Tests gehören unter Source Control. Die gehören genau wie der produktive Code, die müssen mitverwaltet werden, sodass man mit verschiedenen Releases arbeiten kann, mit Branches und so weiter. Um das dann pflegbar zu machen, das ist auch wichtig, also zu trauen, dann selber eigene Erweiterungen zu machen, sodass man eben, wenn der Tool, also egal Webtest oder etwas anderes, wenn der Tool nicht genau macht, was man braucht an einer Stelle oder es zu kompliziert ist zu spezifizieren, dass man diese Schritte abstrahiert und seine eigenen Mittel schafft an der Stelle, sodass, wenn es Änderungen gibt, dass man die also einfach modifizieren kann. Ich hatte ein Beispiel dabei, einen Kunde, das war eine Applikation, also große Applikation. Sie hatten also ganz viele Fragebogen, und das war je nachdem, wie viele Möglichkeiten es gab für den Kunden an der Stelle, war die Frage als, also wenn es nur eine Möglichkeit war, war als Checkbox dargestellt. Wenn es zwei Möglichkeiten gab, das war als zwei Radio-Buttons. Und wenn es drei oder mehr, das war als Select. Und also das war hing davon ab, was der Benutzer dann davor für Eingaben gegeben hatte. Und ja, wenn man anfängt, okay, in dem Fall muss ich ein Checkbox setzen und in dem Fall muss ich einen Radio-Button setzen und in dem Fall ein Select-Field setzen, dann am Ende ist der Code wirklich furchtbar. So was gehört raus, eigene Step, und der sich darum kümmert, zu gucken, was ist das für ein Eingabefeld, und eben man ruft diese eigenen Funktionen auf. Anderer Punkt, was ganz wichtig ist, ist, dass je nachdem, wie das HTML-Code geschrieben ist, kann das einfach zu testen sein und auch das kann ganz schwierig zu testen sein. Wenn Informationen, die lesbar sind für die Tests, mit im HTML-Code enthalten sind, dann geht das viel, viel besser. Und das merkt man am besten, wenn man selber Entwickler und Tester ist. Man kommt zu einer Stelle, wie kann ich das testen? Aber wenn ich die Information da hätte, könnte ich das ganz einfach testen. Okay, ich ändere meinen Code. Und das geht nicht immer, also je nachdem wie in größeren Team, aber dann ist das wichtig, dass man ganz früh testen kann, sodass diese Änderungen trotzdem stattfinden können. So, ich habe ein bisschen davon gesprochen, dass es ganz wichtig ist, zu spezifizieren, was man testen möchte. Und da ist ein Beispiel von einem Shop, Online-Shop, und mit einem Produkt. So kann ich ein bisschen über Ajax reden. Und also mit einem Produkt. Und hier sagen wir, ich möchte auf dem Einkaufskorb klicken. Und ist aber die Frage, warum klicke ich auf diesem Einkaufskorb? Ist das, weil Einkaufskorb darunter steht? Ist das, weil das ist das Ajax-Produkt? Ist das, weil es ein Top-Angebot ist? Ist das, weil das Produkt 6 Franken 60 kostet?
Das weiß ich nicht. Also das hängt wirklich von der Applikation und von was man testen will. Das sind ganz unterschiedliche Anforderungen hier. Und sie testen eben nicht das Gleiche. Sprich, wenn man sagt, man testet selbst, weil es selbst selbstig ist, wenn der Preis sich ändert, wird der Test fehlschlagen. Ist das, was man testen wollte oder nicht? Das Gleiche mit Einkaufskorb. Was ist, wenn es 50 Produkte in der Seite gibt? Das ist, oder Produktbeschreibung ändert sich. Also ist wirklich oft das Schwierigste ist nicht, das als Test umzusetzen, aber selber klar zu werden, warum mache ich das hier? Könnte ich jemandem erklären, also etwas Spezielles zu machen auf dieser Seite? Und wenn ich das kann, dann kann ich meistens das auch als Testskript umsetzen. Um seinen Test dann wartbar zu schreiben, muss man, also gibt es verschiedene Sachen, die man betrachten muss. Zum Beispiel bei XPath. Kennen Sie alle XPath? Wer kennt nicht XPath? Okay, ein paar. So, man muss sich vorstellen, dass das HTML-Code ist wie ein Baum und XPath, das ist eine, also das ist von W3C standardisiert, das erlaubt eben mit Ausdrücken wie die hier, dann durch den Baum zu navigieren. Das ist bei Testen von Web-Applikationen also für mich unverzichtbar. Es gibt Sachen, die man wirklich ganz einfach so adressieren kann und sonst mit anderen Mitteln wird das viel, viel schwieriger. Und hier sind zwei Beispiele von XPath. Man kann sich vorstellen, eine Seite, wo ich ein Total irgendwo habe, in einer Tabelle. Und dieser Total könnte ich selektieren, indem ich slash HTML, Body, Div, zweite Div, dritte Table, T-Body, sechste Reihe und vierte Zelle da drin schreibe. Oder ich habe meinen Zelle mit dem Total einem ID gegeben und dann kann ich direkt so adressieren. Der Unterschied ist da, solange der ID da ist, wird das funktionieren, egal wie die Seite sich ändert. Das kann sogar Designänderungen geben, dass es nicht mehr als Table dargestellt wird, aber als Span und Div und so weiter und das würde noch funktionieren. Hier, wenn es zufälligerweise, keine Ahnung, oben neue Div gibt, weil Werbung für das neue Produkt von der Firma oder sowas in der Richtung, dann wird der Test fehlschlagen und man versteht erstmal nicht warum. Der anderer Punkt, der HTML-Code, um testbar zu sein, das ist ganz wichtig, dass er gut strukturiert ist. Die Browser, also die gängigen Browser, die akzeptieren wirklich schlecht, sehr schlechten HTML. Und der HTML-Unit kann mit Teilen von schlechtem HTML umgehen, aber mit nicht so schlechtem HTML. Das kann man auf einer Seite als einen Nachteil sehen. An der anderen Seite, das ermöglicht oft früh Probleme zu erkennen und danach größere Probleme zu vermeiden. Wir kommen ein bisschen später wieder dazu. Und andere Methoden, um seine Tests wartbar zu schreiben, das ist schön, die Properties auszulagern. Wir werden gleich Beispiele sehen, XML-Entities zu verwenden und oder End-Makros. Ja. Möglichkeit, irgendwie on the fly zu validieren durch ein Tidy-Plugin oder sowas, auch wenn es nicht eigentlich die Aufgabe des Testens ist, ja. Aber es ist vielleicht angenehm gleich auch. Ja, also es gibt eine, also das ist, wird nicht als Validierung, in dem das kann nicht den Test fehlschlagen lassen zurzeit, aber es gibt die Möglichkeit, die Warnings und Error-Messages vom Parser zu bekommen und im Test immer Results zu darstellen. So sowas gibt es, ja. Also hier ist ein Beispiel, das ist wieder mein Beispiel vom Anfang an mit Webtest als erstes Ergebnis von Google. Aber jetzt möchte ich das testen bei Google.de, Google.fr und Google.com. Und um sowas zu machen, kann man zum Beispiel hier statt die feste URL schreiben, dann die Syntax $geschweifte Klammer, das ist die normale Syntax von AND für Properties. Das heißt, diese Information auslagern und ihr den Label von den Lucky Button auch auslagern.
dann Property-Datei schreiben, auf Deutsch dann google.de, also /de, das ist, um sicher zu sein, dass man die D-Seite bekommt, egal ob man, also von der IP-Adresse, die man zurzeit hat. Weil Google, also wenn Sie probieren, von Deutschland aus google.com aufzurufen, Sie werden normalerweise google.de bekommen. Und ja, das Gleiche mit FR und das Gleiche auf Englisch, ja. Und mit diesem Property-Datei, man kann diesen Skript hier aufrufen, indem man ihm sagt, der soll eine bestimmte Property-Datei laden. Dadurch kann man diese Tests laufen lassen, also sagen wir dreimal und jeweils mit einer Property-Datei. Das ermöglicht also für ganz geeignet für Multisprache-Applikationen, aber auch ganz geeignet, wenn man weiß, dass die Texte in der Applikation, sie ändern sich regelmäßig, sprich statt jedes Mal den Label von dem Knopf im Test zu haben, das auslagern und so, wenn die Designer entscheiden, die Knöpfe haben andere Texte, dann brauche ich nur an einer Stelle anzupassen. So, Entities. Entities, das ist ein Standardmittel von XML, um Teile von einer XML-Datei auszulagern. Das sieht so aus mit einem Ampersand und mit einem Semikolon am Ende. Und das muss durch eine DTD referenziert werden. Und die sagt, wo die Datei, die so definiert wird, wo diese Datei liegt. Und so kann man das Teil in einer anderen Datei dann auflegen. Das also funktioniert ganz gut. Es gibt Webtests, hat jetzt seit ein paar Monaten also eine Funktionalität, die erlaubt, diese DTD dann automatisch zu generieren, wenn die XML-Datei hier in einem bestimmten Verzeichnis ist, dann muss man selber nicht die DTD mehr schreiben. Also ist praktisch. Makros, oh, ein bisschen schlecht an der Seite. Makro, das ist auch ein Endmittel, um also sagen wir, wie Funktionen zu definieren. Wir werden später ein bisschen mit Groovy sehen, wie man das anders machen kann. Also hier wird eine Makro definiert, die heißt DoLogin, die kann zwei Attribute akzeptieren, oder nein, sie braucht zwei Parameter. Und da drin, also war mein Go-To-Login-Page, Set-Input-Field for Label-Login, Set-Input-Field for Label-Password. Und dann man prüft, oh, da fehlt ein Submit-Button dazwischen. Oder man kann sich vorstellen, das ist ein Formular, der sofort Submit macht, wenn das Passwort gesetzt wird. Und hier prüft, dass man gut angemeldet hat. Und die Verwendung davon, die erfolgt dann, als wäre das ein eingebauter Step mit DoLogin, Login, Passwort. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu der Sektion, wie kann man das erweitern, was hat man für Kontrollmöglichkeiten. So wie ich vorher erzählt habe, das ist nicht, ob man sowas braucht, also vielleicht doch, das Beispiel da ist nur als Beispiel zu zeigen, aber das ist nicht, ob man das braucht, das ist nur, wann wird man das benötigen. Und hier ist ein Beispiel, die Zeit, dass man möchte eine Website testen, in dem der Client sich mit HTTP 1.0 also Protokoll verbindet. Sowas kann man testen, weil sowas kann man setzen, weil man Zugriff zu allen Schichten, die darunter sind. Hier ist innerhalb von den Steps von dem Webtest ein kleiner Groovy-Step und man kann ganz normal Groovy da drin schreiben, man hat Zugriff auf alles, was das zum Runtime da verfügbar ist. Zweites Beispiel, der ist eher also wahrscheinlicher. Ja, das sieht nicht gut aus so. So. Jetzt besser. So, jetzt kann man das ganz sehen. Man muss sich vorstellen, hier ist eine Tabelle. Ich habe nur die Namen von den Committers von Webtester da drin geschrieben und seit wann sie Committer sind. In der Tat, das ist falsch. Ich weiß nicht mehr, es gibt ein Datum. Ich glaube, das ist falsch. Aber egal. Der hat nicht protestiert, wenn ich das gezeigt habe.
Und ich möchte einen Test schreiben, der prüft, dass die Namen von den Committers richtig sortiert, richtig alphabetisch sortiert sind. Ja, so ein Step gibt es nicht, der direkt prüft meine Tabelle und so weiter an dieser Stelle. Könnte eventuell Sinn machen, da sowas Standard zu haben, aber gibt es in dem Fall nicht. Und ja, um sowas zu machen, hier ein kleines Beispiel als Groovy. Man kann, wenn man lieber mit anderen Skriptsprachen macht, kann man auch. Also alle Bin-Shell-kompatible Sprachen, Skriptsprachen können verwendet werden. Aber Groovy ist schöner. Also hier mein Skript. Der Step, das ist der aktuelle Step und dadurch habe ich Zugriff auf was zurzeit läuft. Und das Current Response ist die Seite, die ist zurzeit, also aktuelle Seite, die man hat, weil man durch die Sequenz da dazugekommen ist. Und da möchte ich den Element von dieser Seite mit dem ID the table, weil ich habe das schon vorbereitet, dass meine Tabelle ein ID hat. Und von da aus möchte ich jeweils also die Elemente von der zweiten Spalte. Und dafür kann ich meine TDs mit einem X-Pass, so von der Tabelle aus, T-Body, also jede zweite TD von beliebigen Zeile. Und immer HTML-TDs-Elemente. Und davon möchte ich die Text, den Spread-Operator von Groovy, für die gestern dabei waren. Und dadurch habe ich eine Collection von den Tests. Und ich benutze eine neue Collection von diesen Tests, aber das sortiere ich. Und jetzt prüfe ich, ob diese sortierte Collection von String ist gleich die Collection, die ich ursprünglich hatte. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ich werfe eine Exception, dass es nicht korrekt sortiert war. Und ich als Information, was sortiert ist, also was erwartet war und was ich tatsächlich bekommen habe. Hier kann man sehen, das ist eine coole Feature von Groovy. Das ist für diese Exception. Stepfeld Exception ist ein bisschen lang zu schreiben. Ich kann es schreiben, also wie in Java Import. Und dann also ein Alias für diesen Import setzen. Und das kann ich danach verwenden. Und in dem Fall, wenn ich das laufen lassen würde, würde ich eine Fehlermeldung bekommen. Und ja, Location gar nicht, das sieht nicht gut aus, aber egal. Und als Details, Expected Value, dann Antonio Ligrimo, King König. Und Actual Value, das ist, was wir jetzt haben, König, Antonio und so weiter. Also hat man die Information schon präsentiert, was der Fehler war. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wenn man erwartet, dass eine Stelle es fehlschlagen kann, ich hätte ihr sagen können, ja, nicht korrekt sortiert, Ende. Okay, dann muss ich gucken, wie es in der Seite aussieht, um zu finden, was war nicht richtig. Und während da mit dieser Information sehe ich direkt, okay, das ist tatsächlich nicht sortiert, der ist nicht an der richtigen Stelle. Und hier funktioniert also nur ganz einfach durch diesen Weg, weil die Collections ganz kurz sind. Wenn man so einen Test macht mit einer Tabelle ich weiß nicht, 500 Zeilen, dann müsste man gucken, dass man die Meldung ein bisschen anders schreibt, weil wenn man dann als Meldung bekommt, hier, whoop, bis ihr in, nicht korrekt sortiert, okay, wo? Ja. Kann ich dann, den Expected Value mir auch ja, auf alle Fälle. Also man kann die Property File von End, von Step, von die meinen von Steps aus. Von, ja, ja, auf alle Fälle. Man kann auch Webtests erweitern. So alle Steps von Webtests sind zurzeit in Java geschrieben, aber man kann die selber in Java schreiben. Was ich meistens mache für etwas, was spezifisch zu einem Projekt ist, dann schreibe ich das ganz gern in Groovy, weil ich brauche das nicht vorzukompilieren, im ClassPass zu setzen. Ich schreibe das einfach in dem End-File, also sodass es ausgeführt wird und direkt verfügbar ist. Und das könnte so aussehen. Ein Step muss diese Klasse. Schon wieder ein Fehler, da gibt es kein S. Und also diese Klasse erweitern und die Methode, wo es erwartet ist, dass etwas passiert, das ist in diesem Do-Executor.
Und da kann ich schreiben, was ich eben machen möchte. Und das ist also End-Syntax. Diese Definition muss ich verfügbar machen. Das heißt, die zu den Task-Definitions von End addieren. So diese Klasse. Das ist auch etwas, was ganz nett von Groovy ist. In Java müsste man Punkt-Class da hinten schreiben. In Groovy braucht man nicht den Punkt-Class. Und dann, wenn sowas definiert worden ist, kann man das danach ganz einfach verwenden, mein Newstep, weil das ist die Name, die ich gegeben habe, und dann die Attribute davon setzen, eher myprop, weil ich ein Attribut myprop hatte. Ajax, wir kommen ein bisschen mehr dazu. Und dann können wir ein bisschen über JavaScript reden. Also hier ist ein Beispiel von einer Ajax-Anwendung als Beispiel von DWR. Also DWR, das ist eine JavaScript-Library für Java, eine Ajax-Toolkit für Java. Und das ist der Beispiel SimpleText von denen. Ich hatte den nur lokal installiert. Und das ist von dem Autocomplete von DWR. Und hier mein Test, der prüft erstmal, dass der Demo-Reply, nee, das ist nicht Autocomplete, Entschuldigung, das ist, dass etwas zurückkommt, automatisch zurückkommt, wenn man da etwas klickt. So, hier prüfe ich, dass erstmal gar nichts da drin ist. Ich klicke auf den Button Send und ich warte dann 2 Sekunden und dann prüfe ich, dass etwas gekommen ist. So, das ist die Art und Weise, wie es bis HTML Unit 1.13 zum Machen war. Jetzt gibt es in HTML Unit 1.13 eine Möglichkeit, asynchrone Ajax Calls wieder zu synchronisieren. Also es gibt noch kein spezielles Support in Webtest dafür, aber das ist eine Frage von 1, 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Und man kann das trotzdem schon verwenden. Und die Idee ist, dass wenn man auf einen Knopf drückt und in der Applikation passiert etwas asynchron, man merkt meistens nicht, dass es asynchron war, weil als Mensch ist man einfach zu langsam. Aber ein Test wird das merken. Klick und ich habe nichts und wird fehlschlagen. Okay. Da muss ich warten. Ja, aber warten ist auch nicht so gut. Soll ich warten, ist das lang genug? Oder heute, der Server hat, keine Ahnung, viele andere Sachen zu tun und ist besonders langsam, dann ist mein 2 Sekunden nicht lang genug. Oder ist das zu lang? Dann verliere ich Zeit. Wenn ich eine Menge von Tests habe, dann, wenn ich da 2 Sekunden verliere, wenn ich da 5 und dann so weiter, am Ende meine ganze Testsuite, die nimmt 5 Stunden und ja, wird langsam knapp, weil morgens muss das alles gelaufen sein. So, und die Idee da ist, dass die asynchrone Calls, eigentlich prüft man eher nicht, ob es asynchron gelaufen ist oder nicht. Und darum könnte man das synchron laufen lassen und man hätte genau das Gleiche. Und die letzte Version von HTML Unit enthält etwas, was ermöglicht, eben solche Aufrufe also abzufangen und synchron zu ändern. Und dadurch braucht man kein Sleep hier oder bei anderen Test-Framework. Es gibt ein Wait for Condition, also sowas, dann braucht man dann gar nicht. Etwas, was kommen wird, was es zurzeit noch nicht gibt, das ist eine Verbesserung für die Reports. Also die Reports von Webtests sind ganz gut und werden also schon im Vergleich mit anderen Tools, also das, ich würde sagen, unvergleichbar mit anderen Tools, weil sie ganz viele Informationen enthalten. Aber in dem Fall von Ajax fehlt diese Information. Wenn man wirklich eine neue Seite bekommen hat, kann man das in Webtest sehen, in den Report sehen, man hat die Resulting Page. Aber wenn etwas in der Seite geändert wird, dann sieht man das zurzeit überhaupt nicht in den Reports. Und dann wird es schwieriger. Und was bald kommen wird, ist, dass wenn die Seite sich geändert hat, dass sie auch zur Festplatte oder der aktuelle Stand von der Seite zur Festplatte geschrieben wird, sodass man dann in den Report sehen kann. Allgemein zu JavaScript. Die JavaScript-Unterstützung von Webtest, also von HTML Unit, die kann in 2 Modi laufen, simulieren Internet Explorer oder simulieren Firefox. Die ist ziemlich gut, aber nicht so gut wie, natürlich nicht so gut wie die von normalen Browser.
Das ist ziemlich gut, das heißt, dass viele Libraries, Ajax-Libraries, also komplizierte Ajax-Libraries schon unterstützt werden, also wie ihr DWR, wie Prototype, wie Scriptaculous, wie, jQuery und so weiter, aber GWT glaube ich auch jetzt, aber nicht alles, zum Beispiel, ich glaube, Yahoo UI hat, also funktioniert noch nicht, kann sein, dass es schnell kommen wird, weil zwei Leute bei HTML Unit ganz interessiert dran sind, aber da gibt es Begrenzungen zurzeit. Aber ich komme danach zu einem Beispiel zu JavaScript. Also ich bin manchmal selbst überrascht, was die JavaScript-Fähigkeiten sind. So, ein bisschen Groovy wieder. Wir haben gesehen, wie man Groovy von innen von Webtest verwenden kann, um Webtest zu erweitern. Man kann auch Groovy von verwenden, um Webtest von außen zu verwenden. Man kann in Groovy ganz einfach mit dem Builder, ein End-Builder verwenden und seine Script statt in XML dann als Groovy zu schreiben. Und ja, das sieht ziemlich gleich aus, wie was wir vorher gesehen haben. Nur ja, die Klammern sind nicht mehr eckig, sind rund. Und das ist Groovy-Code. Das heißt, dass man da an beliebiger Stelle Methoden aufrufen kann, also von normalen Groovy-Methoden. Ich habe das selber fast nicht benutzt. Ich weiß nicht, ja, ich habe also gemischte Gefühle dafür. Auf einer Seite, das ist schöner, um Methoden zu verwenden, als der sozusagen Trick mit Entities und so weiter. An der anderen Seite, die Gefahr ist, dass man danach seine Tests nicht mehr wirklich spezifiziert, also nicht so fest spezifiziert, sondern mehr also programmiert und dann hat man mehr die Probleme von der Wartbarkeit, also von, in dem Sinn, von der, dass man im Programm selber Fehler einbaut und das, ja, vielleicht bilde ich mich das ein, aber ich bin noch nicht überzeugt, dass ich schon meine Tests so schreiben sollte. Auf alle Fälle, das ist diese Art von Test, die automatisch generiert wird in Rails für die normale, also basische Datenbankoperation. So, die Haupteigenschaften, also als Übersicht von Webtest, das ist einfach, das ist schnell, also das ist